Herzlich willkommen, liebe Hotel-Insiderinnen und Hotel-Insider hier auf Hotel-Inside Weekly. Was beschäftigt uns in diesen Tagen? Auf Hotel-Inside, auf der Webseite, haben wir ein Schwerpunktthema wieder einmal mehr aus Lugano. Ich weilte ja fast eine Woche in Lugano, vor ungefähr 14 Tagen kam ich zurück. Unter anderem habe ich dort ein Gespräch geführt mit Carlo Fontana. Carlo Fontana ist Hotelier, Gastgeber, Hotelinhaber, er führt das Hotel Lugano Dante. Und das ist ein ganz, ganz spezielles Haus. Es gilt nämlich als eines der erfolgreichsten, freundlichsten Hotels der Schweiz. Jawohl, der Schweiz. Nicht nur im Tessin hat Carlo Fontana hervorragende Gästebewertungen, sondern generell in der Schweiz. Wenn Sie auf TrustYou schauen, auf TripAdvisor schauen, die Zahlen anschauen, die das Hotel Lugano Dante erreicht, das ist alles nur an der Spitze. Also Lugano Dante ist wirklich eines der erfolgreichsten Hotels. Aber nicht nur was die Gästebewertungen betrifft, auch was die Konzepte angeht. Carlo Fontana hat in den letzten Jahren sein Hotel komplett umgebaut, hat viele Millionen investiert in das Hotel, das mitten in der Stadt, in der City liegt, nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof in Lugano entfernt. Er hat ein komplett neues Design installiert, wenn man dem so sagen kann. Neue Zimmer, neue Lobby, einen sogenannten Kreativraum, wo man ganz kreativ arbeiten kann. Es ist so etwas wie ein Seminarraum, aber wirklich ganz, ganz speziell gemacht. Ein weiteres Thema ist die Mixologie. Also das Lugano Dante hat eine Bar und da wird gemixt. Mixologie kommt von Mixen und da werden ganz spezielle Drinks zubereitet. Dann im Restaurant setzt man stark auf biologischen Anbau, auf natürliche Produkte, auf gesunde Kost, gesunde Ernährung, das Ganze aber trotzdem sehr, sehr genussvoll. Auf dem Dachgarten, und das ist das Spezielle, hat Carlo Fontana einen Stadtgarten gemacht, einen riesen Stadtgarten mit Pflanzen, Kräutern, Tieren, da gibt es auch Bienen und andere Insekten, also ein sehr, sehr spezielles Projekt. Details dazu erfahren Sie dann in einem Videotalk mit Carlo Fontana, der ihr Original in Italienisch gemacht wurde und zusätzlich natürlich im Textteil auf der Webseite. Carlo Fontana ist wirklich ein sehr, sehr kreativer, innovativer Mann. Wir können alle eine Menge lernen von ihm. Schon vor vielen Jahren hat er ein Projekt lanciert, das nannte sich damals Hoxell. Sie können sich vielleicht erinnern, Hoxell, Kurzfassung, das papierlose Hotel. Hoxell besteht aber aus zwei Teilen. Einerseits geht es um die Digitalisierung eines Hotelbetriebes im Hintergrund, in den Prozessen. Und gleichzeitig hat Hoxell auch für den Gast einen gewissen Nutzen. Details dazu erfahren Sie auf Hotel Inside. Also schauen Sie sich vielleicht das Video mit Carlo Fontana an. Er spricht Italienisch, wir haben es dann aber auch Deutsch übersetzt. Hochspannend, was dieser kreative Mann zu sagen hat. Eine weitere Persönlichkeit, diesmal auch als Schwerpunkt auf Hotel Inside, ist Patrick Vogler. Patrick Vogler, Sie erinnern sich, der war einige Jahre CEO, zuerst Finanzchef, dann CEO des Grand Resort in Bad Ragaz. Bad Ragaz, dieses Resort, gilt ja als eines der erfolgreichsten, besten Wellness, Medical Wellness und Genussresorts in Europa. Patrick Vogler hat das sehr, sehr erfolgreich geführt. Er ist einer der ganz großen Hotelmanager in der Schweiz. Er hat sich dann 2022 selbstständig gemacht. Er suchte damals eine neue Herausforderung. Jetzt sitzt er in ganz, ganz vielen Verwaltungs- und Stiftungsräten, in verschiedenen Gremien. Schwerpunkt ist nach wie vor der Tourismus, die Hospitality-Industrie und die Gastronomie. Patrick Vogler gibt ein Interview auf Hotel Inside. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt zum Thema Management, Verwaltungsräte, Strategie, Positionierung von Hotels, wie sind die Aussichten in der Branche. Wir sprechen aber auch über den Strukturwandel, der seit Jahren ja herrscht hier in der Hospitality-Industrie in der Schweiz und so weiter und so fort. Lesen Sie dieses Interview mit Patrick Vogler, hochspannend. Es ist ein wirklich sehr, sehr spannender, interessanter Mann, der da was zu sagen hat. Er gilt als einer der erfolgreichsten Berater, kann man ja sagen, Experten in der Hospitality-Branche hier in der Schweiz. Ein anderes Thema wieder einmal mehr ist KI, künstliche Intelligenz. Wir haben ja in den letzten paar Wochen regelmäßig über dieses Thema berichtet, auch an unserer Think Tank-Veranstaltung, also an unserer Clubtagung von Hotel Inside vor ungefähr 4 Wochen auf dem Berner Haus Bergurten, war ja KI oder künstliche Intelligenz eines der dominierenden Themen. Es geht jetzt auch ein Forschungsprojekt an die Hochschulen, ein Forschungsprojekt, das damals eben an dieser Clubtagung festgelegt wurde. Einmal mehr hat sich auch ein Professor der EHL, der École Hôtelière de Lausanne, mit dem Thema KI befasst. Es ist Jan Miller, so heißt er ganz genau, ein Experte für künstliche Intelligenzfragen, um es mal so zu sagen. Er hat einen Fachbeitrag geschrieben, wir bringen den auf Hotel Inside. Lesen Sie den durch, weil sein Grundthema ist,
die großen Hotelkonzerne, also Marriott, Accor und Hyatt und Hilton und wie sie alle heißen, die sind längst in der künstlichen Intelligenz oder in dieser KI-Welt angekommen. Also da spielt KI bereits seit Monaten oder wenn nicht schon seit Jahren eine zentrale Rolle. Hingegen bei den KMU-Hotels, so nennt er diese Häuser, bei kleinen, mittleren Hotels ist KI überhaupt noch nicht angekommen. Ungefähr 80% der Schweizer Hotels haben zwar von KI gehört und gelesen, aber KI spielt in diesen Betrieben noch sozusagen keine Rolle. Weder in den Prozessen, noch in der Preisstrategie, noch in der Administration und so weiter. Warum KI auch für mittlere und für kleinere und mittlere Hotels ein großes Thema ist und sehr, sehr relevant ist, das erklärt Jan Miller in diesem Text, den Sie auf Hotel Insight nachlesen können. Ein weiteres Thema, Novotel. Sie kennen alle, Novotel ist eine der bekannten Marken von Accor. Novotel wurde schon in den 60er Jahren wurde das kreiert, diese Hotelmarke. In den letzten ein, zwei Jahren hat sich Novotel sozusagen neu erfunden. Man taucht jetzt in eine völlig neue Designwelt ein. Alle Novotels oder Novotel Hotels weltweit sind über 500, werden jetzt umgestaltet. Um was es da genau geht und was der Nutzen für den Gast ist am Ende, das erfahren Sie in einem Beitrag auf Hotel Insight. Und ein etwas vielleicht schwieriges Thema ist die Hotelfachschule Zürich. Insider wissen es, auch ich weiß es seit Monaten, dieser Hotelfachschule geht es nicht gut. Die Hotelfachschule Zürich hat zu wenig Studenten, zu wenig Studierende, sagt man heute. Folglich sind die Jahresergebnisse alles andere als positiv. Große Verluste, große Defizite hat man geschrieben, man verdient kein Geld mehr. Also wenig Studenten heißt auch rote Zahlen im Endeffekt. Und jetzt am Dienstag hat der Direktor der Hotelfachschule Zürich bekannt gegeben in einem Schreiben an die Studierenden und an die Dozenten, dass man sich eben jetzt Gedanken mache über die Existenz dieser Schule. Also Insider gehen davon aus, dass die Schule wahrscheinlich geschlossen wird, dass die Hotelfachschule Zürich verschwindet. Das wäre sehr betrüblich. Vielleicht gibt es noch eine Rettung, eine Lösung. Man arbeitet jetzt auf Hochtouren an einem Lösungsansatz. Sie wissen ja, die Hotelfachschule Zürich gehört zu GastroSwiss, zum Branchenverband GastroSwiss. Die stecken da hinten dran. Auch die machen sich Gedanken über diese Schule. Man muss schon sagen, Zürich hat ein schweres Leben, wenn man an Lausanne, Passauk, an Luzern denkt, an diese renommierten Hotelfachschulen, aber auch an die Privatschulen in der Schweiz, wie Lyon als Beispiel. Vor allem die EHL, die École d'Hôtellerie de Lausanne, ist ja, man sagt, die beste und erfolgreichste Hotelfachschule der Welt, hat ein unglaubliches Renommee, ein unglaubliches Image. Kürzlich wurde wieder eine Statistik oder so ein Rating, war es, glaube ich, veröffentlicht. Da ist Lausanne wieder auf Platz 1 der Hochschulen im Hospitality-Bereich, Platz 2 dann wie immer Cornell und dann kommen ganz viele andere noch dazu. Aber auch die Hotelfachschule Luzern hat einen sehr, sehr guten Namen in der Branche. Thun ist ein anderes Thema, wird wahrscheinlich in nächster Zukunft dann mal in die EHL-Gruppe integriert, wird nicht mehr als eigenständige Hotelfachschule fortgeführt. So viel kann man, glaube ich, heute schon sagen. Zürich hat da einen schweren Stand, wie gesagt, nicht zuletzt auf diesem Hintergrund, den ich da kurz ein bisschen gestreift habe. Details dazu können Sie auf Hotel Insight nachlesen, warum die Schule da in Schieflage geraten ist. Da gibt es einige Aussagen. Der Blick übrigens, die größte Boulevardzeitung im Land, hat das natürlich auch gestern wieder aufgegriffen, dieses Thema, und eine fette große Schlagzeile daraus gemacht. Naja, es gibt schönere Themen als der Niedergang einer Hotelfachschule in der Schweiz. So, das war's. Genug der Worte. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Restwoche. Alles Gute bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Dankeschön.